Nina, sag doch, dass ich das nicht. Na ja, ja. Holt mal was mehr. Da sind sie ja endlich. Nicht? Jetzt ist auch Zeit geworden. Ja, sehr schön. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sind Sie sich wenigstens einig über die Wahl des Bundespräsidenten? Die CDU war dermaßen uneinig über so No-Names. Da sind ja Leute dabei gewesen. Gerhard, ich kannte den gar nicht mehr. Frau Schmatz-Jakobsen, die wollte ich gar nicht kennen. Frau Schawan, Schaman, Brimborium, Brimborium, dreimal Schawarzer Kater. Man dachte an mir allein Schräuble locker. Da waren ja Leute dabei, bei denen viele gedacht haben, um Himmels Willen, was der? Sag mal, also wessen Beerdigung habe ich denn dann damals live im Fernsehen verfolgt? Das kann doch nicht sein. Das gibt es doch nicht. Fürchterlich. Aber auch die SPD ist ja auch so uneins mit sich. Nicht wahr? Wegen der Hamburg-Wahl natürlich. Das war ja Kinderle. Die haben ja bei der ersten Hochrechnung, hat man die SPD noch dazugezählt unter Sonstige. Doch, doch, doch. Dann haben sie es noch deutlich geschafft über die 5%-Hürde. Aber warum tut man dieser SPD das an? Es ist immer noch eine Wahl und immer noch mal zur Wahl dran. Man weiß, wie das ausgeht. Lass doch die SPD einfach in Frieden aussterben. Es ist doch so. Alles nur, weil dieser Wähler uneins ist mit dieser SPD. Alle sind überall uneins. SPD mit SPD, CDU mit Grünen, SPD mit DPT und DDP und Bild und EDP, DPA. Warum eint man überhaupt dann Europa, wo alle uneins sind? Nicht? Das ist auch so ein Thema. Warum? Im Mai kommen 10 neue Staaten dazu, dann kommt die Europawahl im Juni. Wozu? Nicht wahr? Alle uneins. Wie will die SPD das bewältigen? Zumal es bei der Europawahl ja doppelt so viele Nicht-Wähler geben wird wie sonst. Mindestens bestimmt 60% bei der Europawahl, das ist ja verständlich. Natürlich, das ist ja das Problem. Das interessiert sich ja keiner für Europa. Deswegen ist es ja unser großes Thema heute Abend im Scheibenwischer. Europa, weil es keinen interessiert. Ja. Für die SPD interessiert sich auch keiner und sie stellt den Bundeskanzler. Für die FDP interessiert sich überhaupt niemand und sie bestimmt den Bundespräsidenten. Ja! Ja! Verstehst du? Ja. Je weniger sich für Europa interessieren, umso besser wächst dort die Bürokratie in Brüssel. Und das ist die Chance der SPD. Guck mal. Wenn bei der Europawahl vielleicht 40% der Wähler wählen und von diesen Wählern wählen vielleicht 25% die SPD, hat sie verloren, klar. Aber wenn von 60% nicht wählen bei der Europawahl, 90% die SPD nicht wählen, hat sie gewonnen. Verstehst du? Verstehen Sie? Ja? Die Frage ist dann nur noch, warum lässt man eine Minderheit wie 40% Wähler wählen? Warum setzt man ein europäisches Parlament überhaupt zusammen? Wie sollen die miteinander reden? Die sprechen alle verschiedene Sprachen. Nicht? Obwohl, im Bundestag sprechen sie auch Deutsch und man versteht kaum einen. Aber bitte, bitte. Ja. Mein lieber Chapeau, ausgezeichnet. Ja, natürlich. Also, Respekt, ein glänzendes Intro. Ja, ganz reizend. Aber es war ja ein bisschen destruktiv, nicht? Wieso denn destruktiv? Sag mal, das ist doch nicht destruktiv gewesen. Ja, das hast du so eben gerade selber erklärt. Ach so, ja, erklärt habe ich es wohl, aber ich habe es nicht verstanden. Ja. Ja, gut. Muss auch sein. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, ich freue mich, einen kleinen Beitrag heute ableisten zu dürfen zu Europa. Das ist doch eine tolle Sache. 51 Tage bis Ultimo, 1. Mai. Dann ist es soweit, 25. Und sind wir mal ehrlich, allen Unkenrufen zum Trotz ist Europa ein Bombenerfolg. So wird es aussehen, können Sie sich schon mal dran gewöhnen. Und dieser Erfolg, das müssen wir mal herausstellen, Leute, ist ein historischer. Ich zeige Ihnen dazu mal kurz die Entstehungsgeschichte. Sehen Sie mal, so hat Europa mal ausgesehen. Das war die Ausgangslage 1648. Am Ende des 30-jährigen Krieges, meine Damen und Herren. Wir hatten hunderte von Kleinstaaten. Das Land war verwüstet, zersplittert und zerrissen. Marodierende Landsknechtshorden, Privatarmeen plündernd und vergewaltigend. Europa war ein syphilitischer Saustall, könnte man sagen. Aber es kam zur entscheidenden Wende. Der Westfälische Friede 1648 hat das Ganze von Grund auf verändert. Wir haben Folgendes erlebt. Die Verstaatlichung von Krieg und Militär. Uniform und Disziplin, Kaserne und Soldatenpuff. Es gab Spielregeln für den Krieg. Der Krieg wurde in neue Bahnen gegossen. Wir hatten die Ächtung des Angriffskrieges, Selbstverteidigungsprinzip. Wir hatten den besonderen Schutz der Zivilbevölkerung. Nach solchen
Regeln wurden zahllose Kriege geführt, erstklassig durchorganisiert, quasi eine militärische Champions League, könnte man sagen. Natürlich gab es auch Regelverletzungen, nicht wahr? Das ist immer mal vorgekommen. Hier erinnere ich mal dran, ja, da stand immer mal jemand im Abseits auch, nicht wir Deutschen. Wir sind ja sogar mal des Feldes verwiesen worden. Ja. Kleiner Scherz, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Aber alles in allem, es gab diese Regeln und sie galten für alle. Genfer Konvention, Rotes Kreuz und jetzt noch dazu gekommen unser internationaler Gerichtshof. Das sind Spitzenwerke europäischen Regelwerks. Nun kommt es aber zu einer plötzlichen Fehlentwicklung. Die Amerikaner spielen plötzlich in einer eigenen Liga. Die hat eigene Regeln, nicht wahr? Was bei uns als Foul abgepfiffen wird, ist für die Amerikaner im Football-Gro normaler Spielzug, nicht wahr? Kleine Anspielung, nicht wahr? Freut mich. Ja, wir haben ein tolles Publikum, die sich also auf kleine Anspielungen zwischen Zeilen reagieren, nicht wahr? Zum anderen gibt es allerdings auch weltweit Regionalmannschaften, die sich an gar keine Regeln mehr halten, nicht wahr? Das sind, wie soll man sagen, das sind nichtstaatliche Vereinsmannschaften. Die haben Kalaschnikow, die haben den Sprengsatz aus der Aldi-Tüte. Billigkrieger, jung und hungrig, nicht wahr? Und die kommen auch nicht zu uns ins Stadion und warten auf den Abpfiff, nicht wahr? Die treten zu, wo es ihnen gerade passt. Wie reagieren wir nun als Europäer auf diese Entwicklung? Neues Regelwerk, machen wir damit oder machen wir nicht eine eigene Bedrohungsanalyse? Na, die brauchen wir jetzt nicht auch noch. Unbedingt. Na. Bedrohungsanalyse. Herr Jonas, ohne Bedrohungsanalyse geht gar nichts. Die Bedrohungsanalyse ist das Herzstück einer Lagebeurteilung. Ja, schon, aber da wären wir überhaupt nicht mehr fertig. Hören Sie auf, wer mag denn das wissen? Aber wer mag das wissen? Das ist außerordentlich wichtig, hören Sie mal zu. Ja? Das geht auch ganz schnell, passen Sie mal auf. Bedrohungsanalyse sieht folgendermaßen aus. Wovor haben die Deutschen am meisten Angst? Rentenbetrug, Pflegeversicherung, Ulla Schmidt. Das sehen Sie. Das klappt doch nicht mehr. So. Und genauso. Genauso. Ist auch sehr gut. Und so verhält sich es auch mit Rot-Grün. Die haben mehr Angst vor arbeitslosen und randalierenden Rentnern als vor Krieg und Terror. Bitte schön. Na, ist logisch. Ja, und? Wie? Und? Ja, und halt. Ja, Mensch, mit dieser Haltung macht der Struck eine Militärreform. Verstehen Sie, was ich meine? Na. Wehrpflicht, da haben wir doch nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil wir die Zivis brauchen, sonst bricht das Gesundheitswesen zusammen. Verstehen Sie? Wir haben Rüstungsprojekte. Milliardenschwere Rüstungsprojekte. Unsinnige, milliardenschwere Rüstungsprojekte, die kein Mensch strategisch mehr braucht, wir schon gar nicht. Trotzdem werden sie durchgezogen. Warum? Ja, weil die Industrie mit Entlassungen droht. Ausgezeichnet, sehen Sie. Und damit haben wir es doch auch schon. Daraus folgt, die militärische Bedrohungsanalyse basiert auf den zivilen Überlebensängsten der Sozialdemokratie. Aber die haben wir ja nicht mehr lang. Ja gut, die haben wir nicht mehr lang. Ja, schön. Ja, das hilft ja auch nicht weiter. Dann brauchen wir eben eine Bedrohungsanalyse für den Fall Merkel. Na, die brauchen wir überhaupt nicht. Also die Analyse meine ich. Versteht? Nein. Was, außerdem die Bedrohungsanalyse, die faxen uns ja die Amerikaner ständig durch. Einmal monatlich. Richtig. So, jetzt passen Sie auf. Jetzt müssen Sie mir folgende Frage stellen. Wer kümmert sich denn dann um die Bedrohungsanalyse Europas? Wer kümmert sich denn dann um die Bedrohungsanalyse Europas? Ausgezeichnete Frage. Ja. Antwort, der militärische Planungsstab des Eurocorps. Eurocorps? Was singen die? Herr Jonas, wir sind nicht bei Gotthilf Fischer. Eurocorps, eine militärische Organisation, das Eurocorps. Der militärische Planungsstab des Eurocorps hat bereits über 30 Mann. Und ich meine, wie viele Soldaten kommandieren die? Keine. Die kommandieren keine Soldaten. Keine Soldaten. Aber sie haben jetzt schon ein eigenes Haus in Brüssel. Oh, da, schau. Ja. Ja, ach, jetzt verstehe ich das. Und da dirigieren Sie sozusagen die 25 Regierungen. Nein, das geht nicht. Telefonieren und Kontaktaufnahme, das geht nicht. Sie wissen doch, die Amerikaner. Ach so. Ah, da hätte ich jetzt aber eine Idee. Da könnte man doch die Brieftauben nehmen, die die Schweizer Armee gerade ausgemustert hat. Sie sind ein Komiker, was? Mein Lieber, aber im Vertrauen. Jonas, hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Für einen Zivildienstleistenden? Beachtlich. Den erzähle ich im Casino mit den Brieftauben. Ausgezeichnet. Ganz tolles Ding. Ja, da habe ich jetzt wieder was gelernt, gell? Na, es geht um Europa. Europa. Wissen Sie, was wir brauchen in Europa? Ist ein guter Präsident. Ein europäischer Präsident. Ich schlage Schäuble vor. Nein, nicht als Präsident, als Kandidat. Weil...
der kann mit Enttäuschungen umgehen. Wissen Sie, das ist außerdem. Ich würde das Kandidatensuchverfahren auf jeden Fall in die Hände Angela Merkels legen, weil die hat wirklich ein Händchen dafür. Also die ist wirklich feinfühlig, die weiß, was Diplomatie ist. Die war doch jetzt gerade in der Türkei auch. Das war auch gut, also wie die da hingefahren. Ja, weil es ist, wegen den Türken war sie da. Ja, weil die Türken, also die wollen doch seit Jahren in die EU. Was heißt seit Jahren? Seit Jahrhunderten wollen die in die EU. Zum ersten Mal waren sie schon, ich glaube, 1529 vor Wien. Da haben sie es bis Wien schon geschafft. Dann haben die Österreicher gesagt, jetzt passen wir auf, Türke. Also hier. Und dann. Ja, aber. Aber das Problem ist, der Türke ist ja hartnäckig. Ne? Die 1683 haben sie das schon wieder probiert, ne? Und wieder über Wien, gell? Waren sie schon wieder an Wien. Aber die Ösis sind ja knallhart, gell? Ja, ja. Und nochmal braucht sich hier nicht kommen. Und dann haben sich die Türken überlegt, über Wien geht's nicht. Und haben sie über Berlin probiert. Und da hocken sie! In Kreuzberg! Kreuzberg ist total verdönert, Mensch, an jeder Ecke, so viel Döner kann überhaupt keiner essen. Und da muss die Angela irgendwann mal vorbeigekommen sein und hat gesagt, so viel Döner kann doch keiner essen. Und dann habe ich gesagt, fliege ich jetzt mal hin. Und da ist sie tatsächlich in die Türkei geflogen und hat den Türken gesagt, pass auf, wir mögen euch nicht. Sehr mutig, das finde ich echt. Das muss man erst einmal bringen. Naja, sowas. Ne? Sie hat ihnen eine privilegierte Partnerschaft angeboten, haben die Türken gesagt, nein. Na gut, dann hat die, kriegen sie keine. Dann kommen sie überhaupt nicht, kriegen sie gar nichts. Ne? Dann nehmen wir die Inder. Die Inder, die Curry haben wir noch nicht genug. Also, es ist. Na, ich komme auf Indien, weil der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber war ja in Indien. Und ich glaube, er hat denen gesagt, ihr könnt auch nicht in die EU, obwohl. Nein, der Stoiber ist auch ein feinfühliger Diplomat. Der weiß genau, wo er was sagen muss. Der weiß immer, dass man das Richtige zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sagen muss. Ne? Und diesmal war er in Passau beim politischen Aschermittwoch. Mensch, da war wieder eine Stimmung. Und der Edmund ist wirklich rhetorisch zur Hochform aufgelaufen. Meine sehr verehrten, nein, er hat dort auch richtige Dinge gesagt. Ja. Er hat dort gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat er gesagt, der EU-Beitritt würde uns, wenn sie in die EU eintreten würden, die Türken, 14 Milliarden Euro kosten. Und das in Zeiten, wo es hinten und vorne nicht langt. Ne? Da müsste man doch auch mal an Deutschland denken. Und da war ein Jubel in der Halle. Da haben also alle sofort noch eine Masse bestellt. Das ist ja auch logisch, gell? Man braucht noch mindestens eine Masse, wenn ein Politiker an Deutschland denkt. Sonst ist es ja überhaupt nicht auszuhalten. Ne? Und dann, wenn das deutsche Volk genug Intus hat, ja, dann denkt auch nicht mehr so viel an die Politiker. Umgekehrt schon, die Politiker schon, die denken immer nur ans deutsche Volk und an die Zukunft des deutschen Volkes. Auch der Schröder. Der Schröder war ja dann auch gleich in der Türkei und hat gesagt, pass auf, ihr könnt gerne kommen. Aber er war nicht allein da, er war mit dem Medorn da von der Bahn. Die wollen jetzt dort, ist voll wahr, die wollen in der Türkei die Bahn Berlin-Bagdad wieder aktivieren. Haben Sie es nicht gelesen? Das stimmt. Die Türken sind am deutschen Fahrpreissystem interessiert. Und vor allen Dingen möchten sie die deutschen Ankunftszeiten. Also, weil die passen gut zur türkischen Mentalität. Ach, ja, großartige Idee. Gerd, klasse Idee. Berlin-Bagdad. Da können Sie dann mit dem Wochenendticket nach Bagdad fahren. Ja? Mit Familie, ja? Ja? Wenn Sie bis zum Dienstag bleiben, können Sie noch zwei Fahrräder mitnehmen. Also. Klasse. Ein Problem allerdings habe ich gehört, gibt's. Bagdad liegt nicht in der Türkei. Herr Lüdiger, Jonas! Herr Lüdiger, Jonas! Ah, Jonas! Bagdad. Ja, sag mal, Herr Jonas, von welchem Europa reden wir denn hier eigentlich? Wissen Sie, es gibt so viele Europas, nicht Westeuropa, Mitteleuropa, Osteuropa. Ja, das alte Europa, das neue Kerneuropa. Und das Europa der beiden Geschwindigkeiten. Ja, also man ist ganz verwirrt.
Herr Lüdecke, ja. Ist doch kein Problem. Ja, da haben wir was vorbereitet. Kommen Sie mal. Darf ich Ihnen das mal hier zeigen? Also, dann nehmen wir zu. Würden Sie mal mit anfassen? Ja, aber gerne. Wir haben hier das antike Europa, die alten. Griechen haben wir hier. Na, Herr Lüdecke, ja. Sagen wir, ist das nicht ein Europa? Jetzt mal ehrlich. Hä? Wahnsinn. Sagen Sie mal, da waren ja sogar die Türken noch Mitglied. In der Tat, ja. Aber was heißt hier Türken, mein Gott? Da reicht Europa bis an den Hindukusch. Da waren die Chinesen EU-Beitrittskandidaten. Die Chinesen, Donnerwetter, wie war es denn bei den Römern? Bei den Römern? Römer, das war auch ein sehr schönes Europa. Sehr schöne Mitgliedstaaten. Syrien haben wir gehabt, Palästina, tadellos und Nordafrika. Nordafrika, Wahnsinn. Mensch, an dem Nordeuropa, da hätte ja Rommel seine Freude gehabt. Was haben Sie gesagt, Herr Lüdecke? Entschuldigung, aber muss ja dann doch irgendwie mal kleiner geworden sein. Europa, meine ich. Ja, leider. Müssen wir noch anfassen. Karolingerreich, hier. Karolingerreich, hier. Karl der Große. Karl der Große. Oh, sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Was denn, Karl der Große sagt Ihnen nichts? Nee, ich bin in Berlin zur Schule gegangen. Kommen Sie mal nach Bayern auf Besuch. Ja. Da lernen Sie was. Also hier, Karolingerreich, hier Frankreich, sozusagen heutiges Frankreich, große Teile Deutschlands, Burgund, Aquitanien und Alemannien. Ja. Und sagen Sie mal, und dieses Gebiet jetzt, Herr Jonas, ist denn das jetzt das, was Fischer mit Kern Europa meinte? Herr Lüdecke? Ja. Keine Ahnung. ich weiß nur, Fischer ist dagegen. Gegen das Kern Europa. Ist zu klein. Er sagt, rechnet sich nicht. Europa muss sich rechnen. Oh, ist natürlich immer so eine Sache, oder? Wenn ein deutscher Außenminister findet, dass Kern Europa zu klein ist, sollte man da nicht hellhörig werden? Wegen der Geschichte, meinen Sie? Natürlich. Bis 1945 hieß doch Kern Europa noch Deutsches Reich, oder? Herr Lüdecke, sehen Sie mal zu, wie Sie auch wieder rauskommen, ja? Also wissen Sie, was das Problem mit Europa ist? Wie wollen wir denn einheitliche Tendenzen festlegen? Zum Beispiel die Finnen. Ja? Ich meine, wie wollen denn die Finnen unser Bildungsniveau erreichen? Ja. Die müssten ja erst mal die Hälfte ihrer Grundschulen schließen. Oder Arbeitnehmerschutz, nicht? Erzählen Sie mal den Bulgaren was von Arbeitnehmerschutz. Nicht? Da kriegt der solche Augen. Da gibt es im Bulgarischen gar kein Wort für. Ja, aber bei uns hat das Tradition, Arbeitnehmerschutz gehört bei uns zum Kulturerbe, nicht? Da haben wir jahrhundertelang für gekämpft, dass Karstadt nicht eine Stunde länger auf hat. Nicht? Ja, weil nämlich sonst die Verkäufer ihrem soziokulturellen Umfeld entfremdet werden könnten. Nicht? Wir wissen das. Wir wissen auch, dass psychophysische Belastungsgrenzen überschritten werden, wenn Beamte eine Stunde länger arbeiten. Ja. Das wissen wir nicht, aber der Bulgare, weiß der das auch? Der kommt hier rüber und lässt sich die Überstunden vom Urlaub abziehen. Oder die Norweger, nicht? Lass doch die Norweger dazustoßen, ja? Ich meine, nur wie wollen denn die Norweger unsere Stabilitätskriterien erreichen? Die müssten ihr Land ja erst mal 5 Jahre in Schutt und Asche legen. Und dazu ist er teilweise gar nicht bereit, der Norweger. Und dann kommt noch dazu, ich meine, also ich will jetzt nicht angeben, nicht? Aber wir sind hier hoch technologisiert. Wenn wir zum Beispiel eine neue LKW-Maut einführen wollen, da schießen wir erstmal 5 Satelliten ins All. Und der Pole, was macht der Pole? Der stellt sie an den Straßenrand und sagt, mach 3 Slotty 50. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Nicht? Also europäische Einigung schön und gut, aber man wird ja wohl mal fragen dürfen, auf welchem Niveau, bitteschön? Bulgarien steht hier, Polen steht hier und uns steht's bis hier. Nicht? Aber es wird kommen, Europa wird kommen, muss kommen, teilweise ist es sogar schon da. Nicht? Ich meine, was wäre die deutsche Bauwirtschaft ohne den Europagedanken? Georgier, Weißrussen, Ukrainer, nicht? Deutsche Großbaustellen sind der gelebte Europagedanke.
Wir haben hier in Berlin-Zehlendorf seit vielen Jahren sehr erfolgreiche multikulturelle Europaprojekte. Ahmed macht den Rasen, Wladimir die Elektrik und Jolanta kann kein Deutsch und putzt die Badewanne seit 6 Wochen mit Teppichschaum. Alles schön und gut, aber wir müssen die Qualitäten und so, die müssen eingehalten werden. Und da sehe ich persönlich ein Problem, denn wenn du dir heute einen deutschen Handwerker bestellst, ja, bis der einen Schraubenzieher gefunden hat, da kachelt dir aber ein Pole das ganze Bad. Und wissen Sie, wie man dieses Phänomen nennt? Das ist das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das ist ja genau das, was den Türken so sauer aufgeschickt hat. Die waren ja so beleidigt. Da war ja kurz vorher war diese Geschichte mit dem goldenen Bären von Berlin. Nicht wahr? Da haben doch die türkischen Eltern diese Sibel Kekilis fallen lassen, weil die doch früher Pornos gedreht hat, ohne Bluse und ohne BH. No. Da haben sie sich gerade erholt davon, fällt in der Türkei ein, eben Angela Merkel. Ja, bis oben zugeknöpft, sagt sie. Europa und goldener Stier und dann lässt sie die Hüllen fallen und die Hose runter und sagt die nackte Wahrheit. Unvorstellbar. Also unfassbar. Haben Sie das mitbekommen? Dieser Erdogan war ganz entsetzt. Er hat doch alles für die EU getan. Er hat demokratisiert, Zypern aufgegeben, die Kopenhagener Kriterien von 93 erfüllt. Dann gafft er dieser Merkel ins Gedächtnis. Doch, der Scheiße gerade. Wegen der EU haben wir jetzt auch noch die Todesstrafe abgeschafft. Irritierend ist natürlich für die kennen das ja nicht, dass von der Merkel immer alles so negativ rüberkommt. Immer alles. Wie der Schröder zurücktrat, da dachte man, um Himmels Willen, ist die Merkel jetzt auch schon Mitglied bei der SPD? Aber in der Türkei hatte sie ja so eindeutig ihre Charmegrenze überschritten. Zumal sie auch gesagt hat, dass dieser Vorschlag für die Türkei für sie auch gelten könnte für Russland. Zumal da ja am Sonntag Herr Putin gewählt wird oder nicht gewählt wird. Da war doch dieser Gegenkandidat Rybkin. Ist doch 5 Tage verschwunden gewesen, hat er danach irgendwas gefaselt. Ja, es wäre Urlaub, er wäre entführt, wäre eine Falle gewesen. Aber wenn man sich die Merkel anguckt im Ausland, also da weiß man, die ist auch wirklich irgendwo mit sanfter Gewalt behandelt worden. Furchtbar! Furchtbar! Ja. Komisch ist nur, wenn die Merkel aus dem Ausland zurückkommt, dass sie das immer darstellt als Erfolg. Und warum das so ist, da schafft vielleicht Aufklärung die letzte Pressekonferenz mit ihr und Putin und dem Dolmetscher. Natürlich, Sie wissen, der muss ins Deutsche und auch ins Russische wieder zurückübersetzen. Und das will ich Ihnen schnell mal anheimen. Nur mit Sie, vielleicht gibt es eine kleine Erhellung, warum Frau Merkel immer sagt, das war nur als... meine sehr verehrten Damen und Herren, der russische Präsident Putin und Grosjose Kultura Germanisches Prozedius Wusje, Brasilia Gott Morosjosje Bormosjedjec, Bromosjestje Sanjoj Kakusai Präsidentam Rau, Schroder im Agenda Mormosjedjo Bosjako Bordicjec, Gaguste Ermosjosje Borobudjenstje, Vosimendja Filjema Kroje mit der Kanzlerin Sudjumula Sordjo Borodje, Braisje do Boromosjestje Borondje Busje Bosje. Ja, also. Ja, also wir haben uns folgendes. Brojusje, Kasisma, Rajusje. Brauna, Gasisna, Mimbosjotje, Brojusje, Brojusje, Budim, Bernstein, Zimmer, Gormojostje, Brojusje, Iraki, Kosmo, Morosjotje, Jonas, Ishramimo, Djostre, Bibuensje, Burmojusje, Prisinja, Djostje, Vuvozje, Drobojusje, Vuvuzje, Zjemoto, Drožda, Dozja, Bormojusje, Vuvuzje, Informacioni, Vuvuzje, Ministremu, Brojusje, Vjedzje. Was habe ich jetzt gesagt?
worauf Herr Putin sagte: Frau Merkel, der russische Präsident sagt Ihnen Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie uns noch ein kurzes Wort zur Innenpolitik verlieren. Was wir von den bürgerlichen Lagern, da war ja sehr viel die Rede davon in letzter Zeit, nicht? Was wir da erlebt haben, wenig erfreulich. Nicht? Aber es gibt kleine Lichtblicke, die sollte man erwähnen, man muss sich an irgendetwas erbauen, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einer Woche den großen Lauschangriff niedergemacht, meine Damen und Herren. Das ist Anlass zur Freude, finde ich. Ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt noch erinnern können. Der große Lauschangriff. Der Staat darf heimlich in unsere Wohnung eindringen und darf den Bürger heimlich belauschen. Und das ist jetzt verhindert, nicht wahr? Das Gericht hat quasi dem Staat Ohrstöpsel angelegt, wenn er unsere Wohnung betritt, nicht wahr? Das Gesetz muss verändert werden. Für ein gesundes Bürgertum wäre das Anlass zur Freude, meine Damen und Herren. Aber bei der Union, nicht wahr? Ja, da applaudieren Sie zu früh, nicht wahr? Das bürgerliche Lager applaudiert nämlich gar nicht, nicht wahr? Union und FDP, kein Mensch. Dabei waren es drei Liberale, die mit der Klage zum Gericht gegangen sind, nicht wahr? Herr Baum, Herr Hirsch und Frau Leuthäuser Schnarrenberger. Auch ein Schicksal irgendwie. Sehen Sie. Daraufhin sind die drei bei der FDP abgemeldet worden. Seitdem sind sie Altliberale. Nicht wahr? Das ist doch irgendwie seltsam, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Das bürgerliche Lager fordert seit Jahr und Tag den Rückzug des Staates aus allen Bereichen. Mehr Eigenverantwortung für das Individuum. Heißt übrigens einfach nur selber bezahlen. Nicht wahr? Aber beim Überwachen und Datenerfassen, nicht wahr? Da ist der Staat aktiver als je zuvor, nicht wahr? Und das bürgerliche Lager immer vorneweg, nicht wahr? Ein Vorschlag ist schlimmer als der andere. Videokameras für den Schulhof, Marktplatz, Autobahn, Videokameras überwachen alles. Dafür ist Geld da, meine Damen und Herren. Aber auf der Polizeiwache haben sie kein Handy und das Protokoll wird immer noch mit drei Durchschlägen auf Kohlepapier gemacht, nicht wahr? Das sieht aus, nicht wahr? Wenn wir die Gesetze, die wir bereits haben, Die Gesetze, die wir haben, meine Damen und Herren, können wir mangels Personal nicht durchsetzen. Aber zum Datenerfassen ist das Personal da, nicht wahr? Das Misstrauen der Mächtigen wächst. Das ist meines Erachtens der Grund, nicht wahr? Sie trauen uns nicht mehr. Sie sind misstrauisch uns gegenüber. Sie sammeln bereits Daten gegen uns. Irgendwie haben sie die Hosen voll da oben, nicht wahr? Wenn man schon Angst hat vor einem Kopftuch im Klassenzimmer, da kann man doch von der kulturellen Errungenschaften, die man selber aufgebaut hat, nicht wirklich überzeugt sein, meine Damen und Herren. Und die bürgerlichen Freiheiten, die Privatsphäre des Einzelnen und des Individuums, das sind kulturelle Errungenschaften unserer bürgerlichen Welt, meine Damen und Herren, nicht wahr? So ist es, nicht wahr? Und die werden wir noch brauchen können, nicht wahr? Die Würde des Menschen ist untastbar. Ja, nicht? Das hat Hannelore Kohl mal gesagt, nachdem sie bei ihrem Mann den Platz nicht gefunden hat. Aber im Ernst, meine Damen und Herren, wenn dieser Anspruch, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wenn wir den Anspruch aufgeben, dann haben wir den Kampf gegen Turban und Kopftuch verloren. Nicht, wenn neben den Kirchenglocken der Muezzin wimmert, als hätte man ihm die Männlichkeit in der Moscheetür eingeklemmt. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und für uns, nicht wahr? Und gerade in solchen Zeiten, wo sich das bürgerliche Lager dermaßen benimmt, da sollte man dran denken, dass diese Frau Leuthäuser-Schnarrenberger für diese bürgerliche Überzeugung ihr Amt als Justizministerin zur Verfügung gestellt hat und gegangen ist. Respekt, nicht wahr? Wer da einen Orden verdient, nicht wahr? Gut, jetzt Orden. Orden vielleicht nicht direkt, vielleicht sollte man ihr was Praktisches schenken, nicht wahr? Vielleicht sollte man ihr einen vernünftigen Namen geben, nicht wahr? Nicht wahr? Aber wissen Sie, ob das... Und ob wir mit diesem Problem bei den Eurokraten richtig aufgehoben sind, nicht wahr? Das wage ich zu bezweifeln, nicht wahr? Berlusconi, die Engländer haben jetzt neuerdings sogar Kofi Annan belauscht, meine Damen und Herren. Und die Osteuropäer, da müssen wir uns
Entschuldigen Sie, Herr Dombrovski, es ist zu negativ, es tut mir leid. So geht's nicht. Aber die Osteuropäer. Ja, die Osteuropäer. Wir brauchen keine Osterweiterung. Was wir brauchen, ist eine Fernosterweiterung. Verstehen Sie? Wir brauchen den EU-Chinesen. Den EU-Chinesen? Ja, und das hat ja der Schröder. Deswegen sind da die Kosten auch gesenkt, weil der Schröder sagt, dann tragen nämlich die Kosten zur einen Hälfte die EU, zur anderen Hälfte die Länder und zur dritten Hälfte die Gemeinden. Wie gesagt. Ja. Mir tut bloß die Ulla Schmidt leid, du. Wieso? Was denn mit der? Was? Na, stellt euch doch mal vor, 1 Milliarde Chinesen. Die wollen alle in die AOK. Gute Nacht. Na dann, gute Nacht.